Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren heute im Bikepark Wissen am Sonntag zum Opening. Leider haben wir es Samstag bei Top-Bedingungen nicht geschafft. Heute war es dafür ein bisschen matschig. Ich will gar nicht so viel erzählen, außer dass der Bikepark Wissen hier wirklich coole Arbeit geleistet hat. Es war eine super angenehme Atmosphäre. Wir haben ein paar Locals getroffen, die waren auch alle super cool drauf. Das, so ein kleines Mini-Festival-Gelände haben die sozusagen aufgebaut. Gab was zu essen und pipapo, also wirklich cool. Leider ist der Parkplatz so weit weg, dass wir das Equipment im Auto hatten. Deswegen ist das, der Videoablauf heute ein bisschen anders. Aber es war dennoch ganz cool. Ich bin jede Strecke einmal abgefahren. Leider wirklich jede Strecke nur einmal, weil wir gar keine Zeit haben, weil Michis Mama heute noch Geburtstag hat. In diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag, falls du das siehst. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Wenn ihr die Reise vom Parkplatz aus dann geschafft habt, kommt ihr unten am Lifthäuschen aus. Dort kauft ihr euch das Ticket und dann geht's ganz gemütlich mit dem Easy-Loop-System Richtung bergauf. Der Bikepark Wissen teilt sich in eigentlich zwei Lines auf, wobei sich dann die eine Line wieder nochmal von Blau, Rot und Schwarz trennt, sodass ihr dann noch mehrere Variationsmöglichkeiten habt. Leider haben wir nicht viel Zeit mitgebracht an dem Tag, weswegen wir euch einfach nur kurz jede Line einmal zeigen wollen. Und die schwarze Line sage ich euch schon mal vorab, die hat es tatsächlich in sich mit den Jumps. So, erste Runde auf Blau. Jawohl. Schon weit, Dinger. Nach dem ersten Abschnitt der Strecke habt ihr dann die Qual der Wahl. Ihr könnt blau weiterfahren, so wie wir es jetzt machen, oder halt wechseln auf zwei verschiedene rote Lines oder die schwarze Jumpline. Okay, bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Boden ist noch hartlose. Ich weiß nicht, ob man stapeln soll. Ich weiß das auch gerade gar nicht mehr. Ah, hier kreuzen sich die Strecken. Während wir in der Liftschlange gewartet haben, haben wir uns nett unterhalten mit einigen der Locals und unter anderem den Oscar getroffen. Der Oscar, der war schon seit morgens früh mit seinem Papa hier und wollte unbedingt ein paar Runden mit mir gemeinsam fahren. Deswegen habe ich den Kleinen mal vorfahren lassen, weil ich dachte mir schon, die meisten Kids, die hier unterwegs sind, fahren wirklich krass und haben es mit den Jumps richtig drauf. Aha, so fährt man das einfach eigentlich. Nach dem ersten Abschnitt Flowline sind wir dann auf die rote Line gewechselt. Das erste Stück muss man tatsächlich immer fahren, um unten dann auf die verschiedenen Lines zu wechseln. Auf der roten Line hätte ich tatsächlich gern noch ein, zwei Runs mehr gehabt, weil die Sprünge so gebaut sind, dass man sie eigentlich ziemlich gut mit Speed fahren kann und sowas ist halt genau mein Ding. Im Gegensatz zu der anderen Line daneben, die wirklich sehr, sehr dirtlastig ist. Das heißt steile Absprünge und kurze Tables. Ja,
Bevor wir mit der Dirt Line weitermachen und der schwarzen Line, wollte ich unbedingt noch auf die andere rote Line auf der anderen Lifthälfte starten. Denn diese Abfahrt sah für mich so aus, als wäre sie auf jeden Fall einen Ticken länger und tatsächlich wirkt sie wirklich relativ lang für diesen kleinen Hang hier im Bikepark Wissen. Vielleicht wisst ihr das ja, aber so steile Dirtsprünge sind halt nicht so mein Ding. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich so viel vom Park zeigen, wie es nur irgendwie geht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach hier die mittlere Line mal auszuprobieren und trotzdem darüber zu fahren. Ja, Mitte ist noch am coolsten zu fahren, ne? Meinst du? Ja, aber ich glaube. Oh, sind die kurz. Ja, so Dirtsprünge sind einfach nicht meins, ey. So gruselig kurz. Zu guter Letzt stand da natürlich noch die schwarze Line auf dem Programm. Und da der Oscar nicht so ganz meinen Fahrstil so teilt, weil er springt schon ziemlich, ziemlich aktiv und ist ziemlich krass unterwegs, wie ihr schon gesehen habt. Und dazu wiegt er auch noch irgendwie, glaube ich, nur 45 Kilo, hat er gesagt, habe ich mich dann an einen der Locals drangehangen für die schwarze Line, damit ich zumindest so über das erste Gap schaffe, was man halt auch wirklich schaffen muss. Wie ihr seht, habe ich die Holzkicker hier auf der Line ausgelassen. Ganz davon abgesehen, dass ich für die anderen Sprünge auch ordentlich mehr Speed und Commitment gebraucht hätte, habe ich vor diesen Sprüngen irgendwie immer noch ziemlich Schiss. Wobei ich in der Nachschau gedacht hatte, dass sie so steil gar nicht aussehen. Ja, der Stepdown ist easy eigentlich. Aber danach, das Ding ist ja riesig. Mentale Blockade vor Holz. Also bei so Sprüngen, bei Boner Logs und so ist mir das egal. Fürs Gefühl. Okay, doch, das ist schon machbar. Doch, ich glaube tatsächlich, da kann man sich rantasten, ne? Ja, hätte ich gar nicht gedacht, gar nicht so schlimm. Ja, der schießt sich halt schon krass raus. Nachdem wir uns jede Strecke einmal angeschaut haben, mussten wir dann leider auch schon aufbrechen Richtung Auto. Ich hätte durchaus hier noch 1 bis 2 Stunden mehr Zeit verbringen können, auch wenn die Strecken jetzt nicht so super abwechslungsreich sind wie in größeren Bikeparks, hat es hier trotzdem richtig, richtig Bock gemacht. Die Atmosphäre war super entspannt und die Strecken kann man sich auf jeden Fall auch noch gut erarbeiten, auch die größeren Sprünge. Ich hoffe sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man den Park vielleicht auch irgendwie außerhalb der Liftseiten befahren kann, so ähnlich wie im Bikepark OE, da wo man sich das Parkticket einfach holen kann. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Außerdem hoffe ich, dass es eine andere Parkmöglichkeit gibt, denn mit dem Downhiller hin und her fahren ist tatsächlich eine harte Nummer. Nichtsdestotrotz war es ein mega cooles Opening von dem, was wir so mitbekommen haben, und für 10 Euro
einen ganzen Tag Fahrrad fahren hier am Opening, das ist auf jeden Fall eine Ansage gewesen und auf jeden Fall eine mega coole Sache. Props gehen raus an den Bikepark Wissen und vielleicht ergibt sich dann nochmal so ein richtiges Vorstellungsvideo. Das mache ich dann mit dem Thomas zusammen für den Bikepark Wissen, wenn es sich so ergeben sollte. Also wenn ihr das Video seht, liebe Leute vom Bikepark Wissen, wir haben auf jeden Fall Bock und ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und für alle, die in den Bikepark Wissen fahren wollen, ja, checkt alles aus. Auf der Homepage steht alles, auch die Adresse von dem Parkplatz, zu dem wir jetzt gerade hier hinlaufen. Und lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Also wo haben die früher geparkt mit Skiern? Die sind doch nicht mit den Skiern hier hingelaufen, oder? Das Ding ist, hinrollst du ja noch viel bergab. Aber zurück